Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Avatar Frontiers of Pandora. Wir haben einige Nebenquests wieder, die ein hohes Level haben irgendwie. Oh. Was habe ich für ein Level? 8. Was ist da? Healer Stats ansehen. Will ich das? Nee. Vorteile, Boni, nee. Ich habe noch 2 Fähigkeitspunkte. Oh, Baby. Was kann ich denn machen? Verdoppele die Menge der Kochzutaten, die du beim Jagen erbeutest. 25% Schwachstellenschaden. Ei, also 25% mehr. So. Also, wir machen hier mal diese Quest. Die Furcht eines Vaters. Ist es denn? Da hinten. Da gehen wir mal dahin. Das ist ja jetzt nicht allzu weit weg. Das heißt, das können wir problemlos machen. Vielleicht können wir auch noch eine zweite Quest machen. I don't know. Die ganzen Fährten hier. Ich will nur, dass du sicher bist. Why? Why? Worauf wartest du? Dein Großvater braucht deine Hilfe beim Melken. Also... Ich habe über Schreckenspferde nachgedacht. Und, Bitte, Tochter. Wir müssen arbeiten. Keine Zeit für Träume. Ich mag Schreckenspferde. Und als Seswa sollte ich reiten lernen. Wir reden später darüber. Kin wartet schon auf dich. Dann reden wir mal mit dem Vater. Muss aufhören, sie so zu betätscheln. Die ist ja schon ein bisschen älter. Ich habe etwas von deiner Unterhaltung mit Wai mitbekommen. Sie klang traurig. Es ging um Schreckenspferde? Oh, das. Sie meint es nicht ernst. Ich dachte, alle Seswa lernen reiten. Ist das für deine Tochter nicht wichtig? Als ihre Mutter, als sie starb, hat sie ein Schreckenspferd zu uns gebracht. Und Wai... ähnelt ihrer Mutter so sehr. Oh je, das wusste ich nicht. Ich bin kein Narr. Ich weiß, dass sie reiten lernen muss. Aber später. Es ist zu gefährlich für sie. Zu früh. Aber wenn... Genug, bitte. Kein Fremder schreibt mir vor, wie ich meine Tochter erziehen soll. Ja. Ist ja gut. Ich mit Y. Bis sie hin? Ich bin schon innerhalb des Questgebiets. Okay, ist sie da hinten bei den Pferden? Nee. Wie denn? Vielleicht doch da hinten irgendwo. Nee. Schreckenspferde sind so edle. Ah doch, hier ist sie. Reitet ihr Sarentu so gerne wie wir? Schreckenspferde sind so majestätisch und frei. Wenn ich doch nur auf einem reiten dürfte. Hast du versucht, es deinem Vater zu erklären? Vielleicht unterrichtet er dich, wenn er weiß, was es dir bedeutet. Ja, aber er weigert sich. Er meint, ich sei zu sorglos mit den Schreckenspferden und er habe Angst um mich. Vielleicht, wenn du ihm zeigst, dass du es langsam angehen lässt und kein Risiko eingehst. In der Nähe grast eine Herde. Eine der Stuten ist sanft, aber auch vorsichtig. Wenn mein Vater mich mit ihr sieht, traut er mir vielleicht. Oh, aber nein. Wenn ich die Arbeit vernachlässige, um sie zu holen, wird Vater wütend. Wie sieht sie aus? Ich kann sie herbringen, damit du sie deinem Vater zeigen kannst. Was? Oh, würdest du das wirklich tun? Du findest die Herde von einem höheren Plateau aus. Halt Ausschau nach meinen Malereien mit Schreckenspferden. Die Stute hat schönes rotes Fell. Bitte freunde dich mit ihr an und bringe sie her. Das wäre toll. Ja, das kann ich machen, kein Problem. No problemo. Da hinten. Leider muss ich jetzt zur Arbeit. Ja, dann mach du das. Besänftigen Sie. Wow, ganz ruhig. Ruhig, Liebes.
Du dir nichts. Genau so. Baff. Ah, das ist ein Jungtier, okay. Ziemlich groß für ein Jungtier, ha? Naja. Halten wir mal dahin. Ist es weit weg? Na, 800 Meter, das ist okay. Das ist okay. Er kann aber schnell dahin reiten. Hoppala. Kann ich dem Schreckenspferd was zu essen geben? Kann ich nicht. Okay. Kann ich von hier aus auch schießen? Ja, natürlich kann ich das. Weil ich krass bin. Warte mal. Da ist... Ah, da oben. Ein Glockenzweig. Ah! Können wir schnell... Ja, oder nee, ich kann nachher mit Delice zurückfliegen. Das geht auch. So, wir sind innerhalb des Questgebiets. Das Plateau. Perfekt zum Grasen. Aber keine Herde. Mal sehen. Aber dafür RDA. Ja, super, wirklich. Was will die RDA denn hier? Kann ich das hier noch mitnehmen? Nein. Hier. Weder Blut, Blattpoll noch tadellos. Ja, wow. Ja, das ist, Okay. Nice. Okay. So, komm mal her jetzt. Der erste ist weg. Der zweite noch nicht ganz. Ah ne, ich habe sogar drei erledigt. Okay. Ja, Mann. Alle erledigt. Easy. Wir nehmen hier noch die Stöcke mit. Und wenn wir schon gerade hier sind, auch gleich alles mitnehmen. So. Hier kann... Nein, ich kann nichts mehr herstellen. Scheiße. Ich finde da diese Shrimps oder was auch immer das ist. Naja. Ersatzteile, sehr gut. Haben wir hier. Noch mehr Ersatzteile. Nee, du musst jetzt nichts essen. Hier ist eine Art Anlage, aus der Abwasser austritt. Du hast eine Gasöltrennungsanlage vor dir. Noch eine üble Erfindung der RDA-Ingenieure. Naja. Das ist für ein anderes Mal. Jetzt machen wir erstmal hier. Holen wir die Herde. Oder suchen. Wir müssen sie natürlich erstmal suchen. Frage ist jetzt natürlich, wo die wundervollen Pferde versteckt. Wo verstecken sie sich? Die Herde ist fort. Wohin? Suche nach Hinweisen. Bis hier. Ah, sie wurden gefangen genommen. Die RDA jagt jetzt Schreckenspferde? Unglaublich. Kann die Abgase noch riechen. Okay. Schreckenspferd, Pferde. Ja. Rinella? Es interessiert dich bestimmt, dass die RDA auch Schreckenspferde jagt. Du machst Witze. Das ist nicht wahr. Sie machen wirklich von nichts Halt für den Profit. Denkst du, Hardings Leute sind involviert? Könnte eine Splittergruppe oder jemand mit derselben Idee sein. Muss mir das ansehen. Ja, aber die Frage ist, wo sind die hin? Oder ist es das da? RDA Fahrzeugabgase. Kleines Tier, komm mal mit. Wenn ich dich schon gezähmt habe, dann benutze ich dich auch.
Wir suchen jetzt deine Freunde. Und befreien sie. Das wird wieder ein lustiger Kampf, denke ich. Oh, da hinten ist eine Anlage. Warte, mach hier mal... Wie ich das untersucht? Auf dem Pferd? Ja. Nehmen wir mal schon an, dass es da drin ist. Kriege Hunger. Jetzt kriegst du Hunger. Was war hier los? Gutes Timing mit dem Hunger, ne? Hier ist noch ein Landbordturm. Ich untersuche die Käfige. Du fragst dich, ob was? Nein. Nein. Ja. Sonst? Hier? Sieht falsch aus. Gott. Was, hier sind Navi. Was macht ihr hier? Spinnt ihr? Da ist eine RDA-Basis, Leute. Was stimmt denn nicht mit euch? Oh, hier sind noch Spuren. Herde entwischt. RDA gibt die Jagd auf. Es hat vielleicht zu tun mit... Hier? RDA wollte Schreckenspferde fangen. Eins ist tot. Die RDA wollte die Herde fangen, aber die entwischt. Der Geruch der Schreckenspferde liegt noch in der Luft. Okay. Werde beginnt bei den Käfigen. Gut, ist es das hier? Schreckenspferd, Fährte. Warte mal, wo ist denn das Pferd, was ich mitgenommen habe? Wo ist es hin? Hä? Hallo? Pferdchen? Das ist weg. Das doofe Ding ist abgehauen. Ja, klasse. Was ist das da für eine Fährte? Ah, entflohene Schreckenspferde. Warte mal. Ist aber das, was das Pferd, was ich mitgenommen habe, müsste noch hier sein irgendwo. Oder nicht? Scheiß drauf. Oh, wait a minute. Die Stöcke nehmen wir noch mit. Kannst du nie genug haben. Also doch. Aber. Ach, guck mal. 200. Ach, das ist ja wirklich abgehauen. 200 Meter entfernt. Ja, ich könnte auch meine Delisi rufen, aber. Mache ich jetzt mal nicht. Ist da noch, was ist, Dapofett? Sieht nach Dapofett aus, ja. Aber verschmutztes Dapofett. Ja, wow. Wohin? Ah, warte, da hinten bewegt sich was. Da hinten ist die Herde. Was ist das? Nichts. Naja, ich habe sie gefunden, die Herde. All good. Hier noch? Irgendwas ist hier noch, was mir... Ah, da hinten ist ein Glockenzweig. Okay. Ja, sehr gut. Nehme ich natürlich gerne mit, Glockenzweige. Vor allem, wenn sie auf dem Weg sind für die Quest. Ah, nee, das waren nicht die Schreckenspferde. Ja, super. Oder doch? Geh erstmal hier hin. Da hinten. Das sind... Ist das die Spur von denen? Ne, das sind Pfeilrehe. Besänftige und reite Boais Lieblings... Ja, versteckt sich in der rastlosen Bucht. Ja, ist ja super. Aber wo? Und das dafür Spuren? Weit weg, um zu untersuchen. Okay.
Ist das da? Ruhig, ruhig. Hey, alles ist gut. Es muss, glaube ich, das Pferd sachte, sein von mir. Ganz ruhig. Ich bring dich zu einer Freundin. Yeah. Du bist eine ganz sanfte, hm? Boai hat gut gewählt. Muss ich jetzt hin? Ah, got it. Dann reiten wir dich in Sicherheit. Oder in die Sicherheit, Entschuldigung. Bringen wir dich zu Boai und dann darfst du vielleicht lernen mit reiten. Im südöstlichen Hang in der Nähe. Ja, komm, mach mal ein bisschen schneller hier. Hey, ist die Landschaft nicht so schön wie an anderen Orten. Aber gut, die RDA verschmutzt hier auch alles. Das ist ein bisschen das Problem, aber das Problem kriegen wir auch noch gelöst. Denke ich jetzt mal. Die vielen Drachen. Finde ich cool. Finde ich wirklich cool. Na, wo ist sie denn, die Y? Na, einfach geradeaus. Komm mal ein bisschen schneller hier, komm. Scheiß auf deine Ausdauer, du kannst dich nachher erholen. So, da oben ist sie. Du bist hier. Okay. Bitteschön. Why? Was hat das zu bedeuten? Ich... Also... Ich bin mir nicht sicher. Vater, ich will reiten lernen. Und ich möchte mit dieser Stute üben. Was? Why nein? Das ist viel zu gefährlich für... Warte, das ist die Stute der nahen Herde. Die freundliche. Ich habe sie für Why gebracht. Der Großteil der Herde konnte den Himmelsmenschen entkommen. Sie hatten Glück. Du kennst Schreckenspferde wie deine Mutter. Schön. Ich werde dich unterweisen. Doch wenn du meine klaren Anweisungen nicht befolgst, reitest du nie wieder. Ja, Vater. Die Sarentu sind zurück. Ich hoffe, wir teilen uns eine Schale oder zwei. Dumm ist, wer dem Wind entgegenreitet. Lass uns okay. Mit den Sarentu feiern, wie wir es früher getan haben. Sehr gerne. Also zeigt mir aber erstmal, was ich hier bekommen habe. Der legendäre Mod. Also ich habe aktuell das hier mit Schwachstellenschaden. Reitschaden und Fernkampfwiderstand beim... Ja, komm, wir rüsten es aus. Sonst habe ich nichts mehr. Was ist hier los? Warum ist da so ein Ausrufezeichen? Keine Ahnung. Hier habe ich auch noch Kosmetik, aber... Ah, ein Muster. Aufkleber. Waldwächter-Design. Anhänger können wir auch noch ranhauen. Und beim Aussehen haben wir noch Mods. Ah. So, okay. Ja, nee, das brauche ich nicht. Gut, was machen wir als nächstes? Fähigkeiten. Nur einen Fähigkeitspunkt. Während du auf deine Ikran reitest, kannst du eine ausweichen. Oh ja, das ist gut. Ist sehr gut. Sammle bessere oder höherwertige Zutaten zur Herstellung. Okay. Wolkenspuckersamen und Beerenfrucht. Ja gut, das kann man mal so auf dem Weg mitnehmen. Vielleicht können wir hier bei den Erkundungen was machen. Das wird ja sicher auch was bringen. Der Weg nach Hause, Teil 8.
Ah. Weißt du nicht, wo diese Sachen sind? Starte die Datensammelstation der westlichen Grenzgebiete neu. Leiste Beitrag zur Gemeinschaft. Oder machen wir eine Quest? Level 20. Ja, wir machen eine Mainquest. Aber machen wir morgen. Ich sag danke fürs Zuschauen. Habt einen schönen Tag. Macht's gut, meine Lieben. Tschüss.